Hallo Leute, was wollte ich euch sagen? Ja, der zweite Part ging nicht, weil, keine Ahnung, also erstmal zu dem Minotaurus, ich habe ihn besiegt, habe nichts bekommen, gar nichts und ja, das war alles. Rimpo hat nur gesagt, dass er es gut gemacht und so stand nur, du hast die Gegner besiegt und das ist alles, nichts Wichtiges. Und ich muss jetzt das nochmal aufnehmen, was ich davor in Part 2... Part 2 aufgenommen habe. Und Part 2 dauerte 20 Minuten. Also, das muss ich jetzt mal alle zeigen, was ich da gemacht habe. Eigentlich war das nichts Wichtiges. Also, ich habe nur die Gegend da erkundet. In der Wald da. Und habe da was gemacht. Aber das zeige ich euch gleich. Das zeige ich euch jetzt. Also, in Granatumwald habe ich die Monster so rumbesiegt, habe Level aufgestiegen und die Gegend erforscht. Ganze Gegend, da habe ich nur... Warte, das zeige ich... Nein. Ich zeige euch einfach mal, was ich da gefunden habe. Wartet. Du weg. Also, hier zeige ich euch mal, was ich gefunden habe. Was ich gemacht habe alles. Also zu den Monstern erst. Ungeziefer. Ja. Mul, okay. Was habe ich da alles gemacht? Also zu den Monstern nichts Besonderes, nur ein menschenfremdes... Warte, das zeige ich euch mal. Wo ist das denn? Pflanze, hier. Also Menschenfresser habe ich Code gescannt, das alles. Und zu den Waffen, super, was habe ich noch gemacht? Blumen habe ich paar neue gefunden. Also das kennt ihr ja schon. Die habt ihr noch nicht gesehen. Warte, zeig euch mal. Die habt ihr noch nicht gesehen und die auch nicht. Ja. Das ist alles, was ich gefunden habe. Sonstiges. Nein, das ist was anderes. Tafeln habe ich auch noch paar gefunden. Wo jetzt? Wo ist das denn? Kennt ihr schon? Das habe ich gefunden. Und ja, und dann habe ich noch die Gegend erforscht. Hab alles gemacht, was da machen konnte. Ja, ich habe nur Gegend erforscht, habe gegen Monster gekämpft, das ist eigentlich alles. Ich habe eigentlich nichts Wichtiges verpasst. Aber ich finde es schon trotzdem scheiße, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, dass ich das noch hochladen konnte. Verarbeiten konnte, deswegen Entschuldigung, ich kann nichts dafür, so ist es halt manchmal. Ich finde das auch richtig scheiße, ich war in diesem Moment eigentlich richtig wütend auf mein Programm, Aufnahmeprogramm, und jetzt bin ich wütend auf diesen Ungeziefer. Und egal, aber ich glaube, das Problem war, dass meine Aufnahmedatei 4 GB war und deswegen das nicht abspielen konnte. Deswegen werde ich jetzt immer aufpassen, dass ich 10 Minuten aufnehme. Und beim letzten Part 2 habe ich ja 20 Minuten aufgenommen und daraus kamen 4 GB, ist irgendwie klar. Und das konnte irgendwie Camtasia nicht abspielen. Das war scheiße, aber was soll man machen? Aber egal. Egal, vergessen einfach wir das und gehen immer mal weiter. Also, hier war eine Tür mit einem Waldzeichen. Warte, ich zeige euch mal das Waldzeichen. Ich will euch ganz genau erklären, was ihr alles verpasst habt. Ich will nicht, dass ihr irgendwas nicht mitbekommt. Also, das hier habe ich ja schon längst bei Charakteren gehabt. Das sollte ich mit den Schlüssel, wo ist der denn? Objekte kombinieren, um diese Tür zu öffnen. Da war ein Schlüsselloch, wie bei Kingdom Hearts so, und ein Waldzeichen. Das sollte man mit Waldzeichen kombinieren. Hat man dann einen Waldschlüssel, den soll man dann benutzen und kommt man dann rein und ich zeige euch mal, was da drin war. Und da müssten wir auch rein, hat auch Rempo gesagt. Also, das erste Rätsel war ein Schalter. Schalterrätsel, und da, hier war ein grüner Kristall. Den sollte man mit meinem Schwert plus Waldelement kombinieren, um den diesen Schalter zu aktivieren. Dann hat sie diese Tür geöffnet. Also Schwert plus Waldelement. Ich sag das nur für die Leute, die das auch irgendwann spielen wollen. Kommt dann Waldschwert aus und das muss man hier benutzen in diesem Level. Und weiter gab's dann... Was gab's denn hier? Also hier gab's
einen grünen Schalter und da oben auch einen, hier einen Schalter. Die beide muss man drücken und bei, wenn man den hier drückt, kam ein Stein hier und den musste man auf den Schalter hier schieben. Und das war's und hat man das auch geschafft. Und ja, ging da erforscht, paar Sachen kurz gescannt und das war eigentlich alles. Ich hoffe, ihr seid nicht wütend auf mich, ich kann nichts dafür. Aber egal, das ist nicht so was Wichtiges. Und das war das Ende des Part 2. Aber jetzt gucken wir mal, was das für Gegner sind. Oha. Wo ist er denn? Achso, da. Und geht kurz scannt. Aha. Ah. Scheiße. Der ist so Stein. Jetzt ist der nur was? Feuerklecks. Ich habe Feuerkicks gelesen, aber egal. Ich mach mal das hier. Der war. Nein, viel seht ihr. Nein, daraus wird jetzt ein Waldklecks. Weil ich habe ja ein Feuerschwert und was denkt ihr wohl, was ich vorhabe jetzt? Ihr habt recht, ich werde jetzt richtig verbrennen. Okay, kommt her, ihr Waldklexe. Tötet euch jetzt. Hä? Okay. So kann man mit den Monstern spielen, wenn man die schwächt, aber richtig. Okay, der ist jetzt auch weg. Okay, frei. Okay, aber trotzdem ist es noch etwas scheiße, dass es nicht geklappt hat, aber... Entschuldigung. Ich bin auch ein Mensch, ich kann nichts dafür. Was gab's denn rechts? Mal alles angucken. Was gab's denn rechts? Zerbricht alle Kisten. Aha. Aha, haha. Nein. Okay, da musst du jetzt... Aha, okay. Geschafft. Super, geschafft. Aber das Tonto zerbricht Kisten. Verstehe ich nicht, aber egal. Also man kann jetzt weiter nach links gehen, aber ich gehe jetzt mal nach weiter nach rechts kann man auch noch gehen. Aber ich gehe jetzt mal nach links. Vielleicht ist da irgendwas für uns. Was Wertvolles. Was ist das denn? Besiege alle Gegner. Besiege Waldwesen. Okay. Ich verstehe diese Höhle nicht, aber egal. Ich muss die auch nicht verstehen. Ich muss doch gewinnen. Und bam, 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 und... Okay, Monster ist tot. Aber jetzt ist andere Seite welche, Mann. Okay, dieser Bastard ist tot und du auch. Okay, ist immer schön auf die Zeit aufpassen. Und bam. Okay, der ist weg. Ey. Mann, verfickte Scheiße nochmal. Schnell rauf. Und weg mit dir. Geschafft. Okay. Aber wo kommt man eigentlich alles hin? Verdammter Mist. Okay, Kalzerkott, Höhle, irgendwas. Ach, aha. Was braucht man denn hier? Benutzen. Aha, okay. Okay, ich lese mal noch mal das Schild hier. Okay. Da können wir noch nicht rein. Okay, merke ich mir. Ich gehe jetzt mal rechts.
Nach der Reihenfolge da hinten war ja 9 und hier ist Katzakotthöhle 8. Okay. Aber wo bleibt die 4? Hm. Okay. Schieben. Schieben. Weiter schieben. Achso, ich dachte schon, er kommt nicht zu mir. Ah ja, man kann ja auch noch so machen. Aber erst im nächsten Part. Tschüss.